So, herzlich willkommen und moin moin. Hier ist wieder der Jörg von YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, mit einer weiteren Zusammenfassung des Buches Rulers of Evil oder Herrscher des Bösen von F. Tapper Saucy. Wie ich letztes Mal sagte, fangen wir an im Kapitel 13 und das ist vielleicht eine interessante Zahl. Das Kapitel an sich ist auch nicht uninteressant, aber es ist eins der kürzesten, zumindest in der Zusammenfassung, die ich hier gemacht habe, in diesem Buch. Es geht hier um das Kapitel Die geheime Brücke. Ja? Und in dem Kapitel geht es um die Verbindung zwischen den Jesuiten und der Freimaurerei. Nun, in dem Buch steht da einiges drüber drin und das ist natürlich etwas, was viele Leute immer noch nicht begreifen. Deswegen halte ich das im Grunde auch ziemlich kurz, weil die Information ist eigentlich deutlich und für jeden gut verständlich. Die Verbindung zwischen den Jesuiten und der Freimaurerei ist im Grunde dermaßen, dass der schwarze General, das heißt also der schwarze General, sage ich schon, der schwarze Papst, der General der Gesellschaft Jesu, an der Spitze der Freimaurerei steht. Jetzt werden viele aufschreien und sagen von, oh, das stimmt nicht und und. Da kann ich nur sagen, macht bitte eure eigenen Nachforschungen. Ja? Der schwarze Papst steht an der Spitze der weltweiten Freimaurerei. Die Freimaurerei ist im Grunde nichts anderes. Das hat Tom Fress von Inquisition Update mal so wunderschön formuliert, als der protestantische Arm der Jesuiten. Deswegen war auch für lange, lange, lange Zeit Katholiken verboten, an einer Geheimgesellschaft wie zum Beispiel jetzt den Freimaurern überhaupt teilzunehmen. Und das ist ja auch logisch. Die Katholiken sind ja bereits kontrolliert durch die katholische Hierarchie und müssen dann gar nicht mehr in die Freimaurerei mit eindringen. Nun, dieses Verbot ist schon seit längerem aufgehoben und das ist im Grunde genauso logisch, weil dieselbe Gehirnwäsche findet hier wie da statt. Ja? Und der General der Jesuiten ist derjenige, der die Freimaurerei beherrscht. Und es gibt da genügend Hinweise für und genügend Quellen für, um das auch selber mal nachzuforschen. Da müsst ihr mir ja gar nicht glauben. Es ist ja, wie ich immer sage, auch abhängig von euren eigenen Nachforschungen. Ich war immer der Überzeugung, dass nur die Wahrheit, die man selber findet, die man selber rausfindet, die Wahrheit ist, die wirklich zählt und die man auch wirklich glaubt. Wenn man natürlich auf diesem Weg der Wahrheitssuche mal vom richtigen Pfad abkommt, dann ist es schön, wenn man jemanden hat, wie zum Beispiel eine Lesung dieses Buches oder andere Dinge, die einen auf einen Weg führen, dass man wieder den richtigen Weg zurückfindet. Das war bei mir früher der Fall, als ich angefangen habe, die neue Weltordnung und diese Dinge zu studieren. Ich bin immer irgendwo in eine Sackgasse gelaufen. Schlussendlich hat mich das dahin geführt, dass ich zu Christus gefunden habe. Was ein Glück. Ich habe verstanden, dass hinter allem tatsächlich Religion steckt. Religion, mit der ich nie was zu tun haben wollte. Religion, die ich nie, für die ich mich nie interessiert habe. Und es ist halt ziemlich erstaunlich, wie man dann feststellt, wenn man sich so festfährt in diesen Studien und man lässt dann diese eine Straße, die man nie begehen wollte, geht man auf einmal rein und lässt sich halt die Option auf, wie man dann auf einmal feststellen kann, auf einmal macht alles wirklich Sinn. Ja. Also, in diesem Kapitel geht es um die Verbindung zwischen den Jesuiten und der Freimaurerei. Und ich werde nur ein Buchzitat zum Besten geben und dann eigentlich mit dem nächsten Kapitel fortfahren. Das Zitat lautet wie folgt: Der 33 Grad Freimaurer Manly P. Hall, den sollte jeder sich mal nachschauen, wenn er ihn nicht kennt, hat ein monumentales Werk geschrieben. Seine gnostische Komposition, die im Englischen lautet Secret Teaching of All Ages, an Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Kabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy von 1988. Auf Deutsch schimpft sich das Geheime Lehren aus allen Zeitaltern. Ein enzyklopädischer Abriss über die maurerische, hermetische, kabbalistische und rosenkreuzerische Symbolphilosophie.
Und das Zitat lautet wie folgt: Es war nicht nur so, dass viele der Gründer der Regierung der Vereinigten Staaten Freimaurer waren, sondern sie erhielten Hilfe von einer geheimen und erhabenen europäischen Institution, die ihnen dabei half, das neue Land für einen eigentümlichen und speziellen Zweck zu gründen, der nur den wenigen Eingeweihten bekannt war. Ende Zitat. Und mit diesem Zitat von Manly P. Hall aus dem Secret Teaching of All Ages, also den geheimen Lehren aus allen Zeitaltern, wird sehr deutlich, dass die Freimaurer in den Vereinigten Staaten von Amerika, unter anderem George Washington, wie wir auch später noch lernen werden, deswegen gehe ich da jetzt nicht zu viel drauf ein, er war unter anderem auch Mitglied des, der Vereinigung der Cincinnati, komme ich jetzt nicht genau auf den Namen, war irgendwie ein Club oder was in der Richtung von Cincinnati, aber da kommen wir später im Buch Rulers of Evil noch drauf zu, in späteren Kapiteln, dass die alle Freimaurer waren oder Freimaurern nahe standen oder dass sie sogar direkt von Jesuiten mehr oder weniger ausgebildet wurden. Wie zum Beispiel, ich nehme nur mal als Beispiel Thomas Paine, der ja ein sehr interessantes Werk geschrieben hat in der Zeit. Das hieß Age of Reason, also Zeitalter der Vernunft. Ja? Und da sollte man sich zum Beispiel mal solche Dinge angucken wie die Georgia Guidestones. Ja? Dieses Monument, was da seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts steht und das ja gebaut wurde, wie auf dieser Tafel damit beistaut, dass eben die sogenannten neuen 10 Gebote für ein Zeitalter der Vernunft sind. Ja? The New Commandments for Age of Reason. Und das ist unter anderem geschrieben von Thomas Paine. Also da sieht man dem seinen Einfluss, unter dem der stand. Das waren die sogenannten Gründungsväter der Vereinigten Staaten, waren alle entweder freimaurerisch oder esoterisch, New Age-mäßig beeinflusst. Und da habe ich auch früher mal eine interessante Radiosendung in einigen Teilen drüber gemacht. The Jesuit Connection to 1776, also die Jesuitenkonnektion zu 1776, damals noch mit Walt Stickel und ein paar anderen. Und den Link werde ich mal sehen, kann ich vielleicht in die Beschreibungsbox des Videos einarbeiten. Das sind Radioshows, die wir gemacht haben, die ich nicht als Video hochgeladen habe. Das kann man sich ja gerne mal anhören, muss man halt nur Englisch können, die davon sprechen. Also das Zeitalter der Vernunft, Thomas Paine hat das zum Beispiel geschrieben. Und wenn man sich diese Dinge anschaut, was Thomas Paine unter anderem gemacht hat, was George Washington unter anderem alles gemacht hat und wo der drin war, dann kann man ganz leicht begreifen, dass diese sogenannten Gründungsväter, ja, niemand deinen Vater außer dem einen, der im Himmel ist, natürlich, dass diese sogenannten Gründungsväter, zwischen Anführungsstrichen, dass die keine Christen waren. Und dass die Vereinigten Staaten von Amerika im Grunde auch nicht auf wirklich christlichen Prinzipien gegründet wurden. Ein wichtiger Unterschied zu den Kolonien, die es davor gab. Die Kolonien waren protestantisch. Die Kolonien waren gegründet mit der Hoffnung, auf ein Land zu stoßen, wenn man aus Europa flieht, vor dem Antichristen flieht, von der jahrhundertelangen Verfolgung, die römisch-katholische Kirche, denen die Leute da ausgesetzt waren, in dieses neue Land kam, dass sie eben sagten, wir haben hier ein Land und wir wollen dieses Land bewohnen und wir wollen in diesem Land frei sein, was wir eben in Europa nicht sein konnten, und zwar auf biblischen Prinzipien. Die King James Bibel ab 1611 natürlich erst, aber selbst schon davor, da gab es Bibeln von Wycliffe und da gab es bestimmte andere Bibeln, unter anderem auch die Geneva Bibel oder die Genfer Bibel von 1590. Die waren im Grunde die Basis des Glaubens der Bewohner der Kolonien in der Zeit. Und diese Geschichte des Buches Herrscher des Bösen geht ja vor allen Dingen darum, um halt diesen Einfluss der römisch-katholischen Kirche mit Hilfe auch der Jesuiten zu zeigen, wie sie eben diese Kolonien umgedreht haben in ein Land, das sie auf einmal beherrschten und zumindest in der Regierung her, und wie sie halt dafür gesorgt haben, durch von Anfang an eine Regierung zu machen, die Rom freundlich war, dafür zu sorgen, dass diese
dieses neue Land, das in der Offenbarung 13 besprochene zweite Tier ist. Das Tier, das aus der Wildnis kam, aus der unbebauten oder unbelebten Gegend eigentlich. Und dieses Zitat hier von Manly P. Hall zeigt uns bereits, dass die viele Gründer der Vereinigten Staaten Freimaurer waren und dass sie das nicht nur waren, sondern dass sie erhielten Hilfe von einer geheimen und erhabenen europäischen Institution. Ja, Manly P. Hall schreibt es hier nicht wortwörtlich, aber das sind die Jesuiten, die ihnen dabei half, das neue Land für einen eigentümlichen und speziellen Zweck zu gründen, der nur den wenigen Eingeweihten bekannt war. Und welcher spezielle Zweck das war, da kommen wir im Kapitel ab 22, glaube ich, ungefähr drauf. Also da werde ich natürlich ein bisschen, dass ihr noch bei mir bleibt und dass ihr euch das auch mal anhört. Aber nun lasst uns zu dem nächsten Kapitel fortfahren, in dem wir sehen werden, wie die Jesuiten, die wir nun als die unbekannten Architekten der Aufklärung erkennen werden, den amerikanischen Kolonisten eine philosophische Basis verschafften, um gegen Großbritannien zu rebellieren. Wir gehen dann in das nächste Kapitel 14, das heißt The Dogma of Independence oder das Dogma der Unabhängigkeit. Ein Zitat aus dem Buch. Das jesuitische Ratio Studiorum durchtränkte die westliche Kultur mit einer rein katholischen politischen Theorie. Diese von den deistischen Philosophen und Politikern artikulierte Theorie wurde zur rhetorischen Triebfeder der amerikanischen Revolution. Sie beeinflusste die Theorie in einem Ausmaß, dass ihr Ausgestalter und ursprünglicher Apologet Robert Bellarmine, ein Jesuitenpriester, 1930 zum Heiligen gemacht wurde. Von Robert Bellarmine hören wir noch eine ganze Menge in diesem Buch. Bevor Henry VIII. Mitte der 1530er mit dem Papsttum brach und sich daran anschließend die anglikanische Kirche gründete, betrachteten sich die Könige innerhalb ihrer Reiche in weltlichen Belangen selbst als Stellvertreter Gottes. Hier muss ich mal eben eine kleine Pause machen. Henry VIII. Ist ja vor allen Dingen den meisten Leuten bekannt, weil er verschiedene Frauen hatte und sich von den Frauen scheiden lassen wollte und auch hat scheiden lassen, sei es durch die Guillotine oder durch das Hackebeil oder wie auch immer, dass er seine Frauen getötet hat, und dadurch kennen die Leute Henry VIII. Was sie oftmals nicht wissen ist, dass Henry VIII. Der König war, der zu der Zeit regierte, als William Tyndale 1536 in Vilvoorde, hier in Belgien, wo ich wohne, 25 Kilometer von wo ich wohne entfernt, getötet wurde. William Tyndale wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und bevor er auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, hat man ihm die Gnade erwiesen, dass man ihn erst erwürgt hat. Und seine letzten überlieferten Worte sind: O God, open the King of England's eyes. O Herr, öffne die Augen des Königs von England. Ein Jahr später, nachdem William Tyndale dies auf dem Scheiterhaufen aussprach, hat Henry VIII. Dafür gesorgt, dass die sogenannte English Bible, also die englische Bibel, in England frei zugänglich war. Er hat dafür seine Kirche, die anglikanische Kirche, unabhängig von der Kirche des Katholizismus gemacht. Das war im Grunde der englische Start, aber der wirkliche Durchstart der englischen des englischen Protestantismus oder der englischen Reformation. Henry VIII. Hat mit dieser englischen Bibel dafür gesorgt, dass sein Volk das Wort Gottes in Englisch lesen konnte. Und die Übersetzungen von William Tyndale und John Wycliffe, die es davor bereits schon gab, wurden in dieser Englischbibel zusammengefasst. Die beruhten auf dem Textus Receptus, auf demselben Textdokument, das Martin Luther für seine deutsche Übersetzung gebrauchte, und dasselbe Textdokument, das eben auch die King James Bibel später in 1611 gebraucht oder zwischen 1604 und 1611. Und dieses Gebet von William Tyndale auf dem Scheiterhaufen, dass Gott bitte die Augen des englischen Königs öffnen würde, ist in Erfüllung gegangen. Dadurch, dass Henry VIII. Diese Bibel veröffentlicht hat.
Also Henry der Achte ist viel mehr als nur einer, der mit Frauen rumgemacht hat und seinen Spaß gesucht hat. Natürlich, der war nicht perfekt und Könige sind immer welche gewesen, die ihre Macht missbrauchen. Hat ja nie ein König gegeben, der wirklich rechtschaffen war, wenn wir jetzt mal etwa von biblischen Königen absehen. Und selbst da, die haben Fehler. Selbst König David hatte seine Fehler, davon mal ganz abgesehen. Aber Henry der Achte hat mit der Erlaubnis der Verbreitung der Bibel in England eine ganze Menge in die Wege gebracht. Und eben daraufhin hatte sich die anglikanische Kirche gegründet und die Könige meinten, genau wie der Papst das auch meint, die Oberhäupter der Kirche zu sein. Während der Papst meint, er ist der Oberhaupt der Könige und damit der Oberhaupt auch der Kirche, ja, wenn der König jetzt dem Papst nicht mehr gehört, dann machte ihm auch die Kirche abspenstig. Genau das ist in England passiert. Und so hat sich die anglikanische Kirche gegründet, die heute natürlich wieder unter die Fittiche von Rom gekrochen ist. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wir sprechen ja jetzt über die Zeit der 1530er Jahre, in denen das im Grunde erstmal passiert war. Nach Henrys Schisma, fährt Tapassos in dem Buch fort, nahmen protestantische Könige an, dass ihre Salbung durch Gott auch für religiöse Belange gelte. So wurden sie zu unfehlbaren Päpsten ihrer eigenen nationalen Kirchen. Ja, hier haben wir auch wieder natürlich das Zusammenklucken von Staat und Kirche. Ja? Entsprechend der biblischen Lehre, dass der Herrscher der Gesandte Gottes für alle Zeiten sei, beanspruchten protestantische Könige, dass sie durch das Gottesgnadentum vollkommene Gewalt über ihre Untertanen hätten. Das ist aber nicht wirklich biblisch. Da muss ich jetzt aber nicht weiter drauf ausgehen. Aber so legen die Leute das natürlich gerne aus. Wir werden uns damit auch noch ausgiebiger in Kapitel 24, das heißt das Zeichen des Kain, auseinandersetzen. Aber uns sollte alles klar sein, dass, Zitat, der standhafteste Gegner des Gottesgnadentums war Robert Bellarmine, ein privater Theologe des Papstes Clemens des VIII., der regierte zwischen 1592 und 1605, der ihn im Jahre 1599 zu Kardinal Bellarmine machte. Kardinal Bellarmine appellierte an das Eigeninteresse des gewöhnlichen Menschen, etwas, das dem Gottesgnadentum fremd war. Er war der Begründer der Befreiungstheologie. Sich stützend auf Aristoteles, also griechische Philosophie, und Thomas von Aquin, der evangelische Doktor, wie sie ihn nennen, in der römisch-katholischen Kirche, mit Evangelium meine ich jetzt das Evangelium, nicht evangelikalisch, ja? Ein teuflischer Doktor, wenn ihr mich fragt. Seine Arbeit Summa Theologica sollte man sich mal anschauen, wenn man die Zeit hat. Sich stützend auf Aristoteles und Thomas von Aquin behauptete Bellarmine, dass Gott keine Könige salbte, sondern die Souveränität direkt und naturgemäß dem Volk gebe. Den Menschen des Volkes stehe es frei, ihre Souveränität wem oder was auch immer zu übertragen. Sollte sich der von den Menschen gewählte Souverän als unwert erweisen, hätten diese das Recht, ihn abzusetzen und mit einer anderen Form von Regierung, die ihnen notwendig erscheinen mag, neu zu beginnen. Sei es eine Monarchie, eine Aristokratie oder eine Republik. Oder wir können auch noch eine Demokratie heute dazu fügen oder Kommunismus dazu fügen. Wir können dieses kurze Kapitel 14 mit den folgenden Worten abschließen. Zitat: Aber um die Befreiungstheologie in die notwendige Gewalt zu übersetzen, die notwendig war, um die englischsprachige Welt zu zerteilen, musste England dazu gebracht werden, Akte der Tyrannei auszuführen, gegenüber den Kolonien wohl zu verstehen. Wie das trotz eines benommenen und verwirrten und ziemlich harmlosen jungen Königs erreicht werden konnte, ist Gegenstand des nächsten Kapitels. Das ist Kapitel 15 und hat den Titel The Madness of King George III, der Wahnsinn des King Georg III. Wir fangen hier an mit einem Zitat von Sun Tzu, den ihr noch kennt, von den 13 Artikeln über die militärische Kunst. Vervielfache deine Spione, platziere sie überall, in jedem Palast des feindlichen Prinzen. Führe stets eine Liste über die höchsten Angestellten, die in seinen Diensten stehen. Kenne ihre Vor- und Nachnamen, die Anzahl ihrer Kinder, ihre Verwandten, ihre Freunde, ihre Diener. Sorge dafür, dass dir nichts unbekannt bleibt,
das ihnen geschieht. Ende Zitat. Das ist ja etwas, was die Jesuiten vortrefflich machen. Jede Regierung, jeden Palast infiltrieren und sich bekannt machen mit allen Personen, sie bei Vornamen und Nachnamen kennen, die Anzahl ihrer Kinder, ihre Verwandten, ihre Freunde, ihre Diener, und dadurch, dass den Jesuiten, die dann eben oftmals als Beichtväter auftraten, nichts Unbekanntes, das hatten wir ja in der vorherigen Lesung, wo es über den französischen König Louis des 14. ging, bereits gelernt, und de la Chaise, von dem ich euch ja erzählt hatte, dadurch, dass sie diese Beichtväter waren, hatten die Jesuiten natürlich die Information, die sie brauchten, um ihren Job auch in der Hinsicht ausführen zu können. Nun, das Buch fährt fort. Der Jakobineraufstand diente dazu, durch die Absetzung von König Georg II. Die katholische Herrschaft in England wiederherzustellen und stattdessen Charles Stuart, den Enkel James II. Oder auch Jakob II., besser bekannt als Bonnie Prince Charlie, auf dem Thron zu platzieren. Wie dem auch sei, als Charlie auf London zumarschierte mit einer Gruppe von schottischen Anhängern, sollte kein katholischer Politiker, der von einer gewissen Bedeutung war, Georg II. Verlassen. Das Ende der Rebellion wurde erzwungen. Charlie entkam nach Frankreich und die Schotten wurden massakriert. Das war eindeutig ein Desaster für den Katholizismus. Oder etwa nicht? Eine derartig enorme katholische Unterstützung für einen protestantischen König stellte sicher, dass die Monarchie Englands für immer protestantisch bleiben würde. Ein katholisches England war nun ein unmöglicher Traum. Ja? Die Jesuiten konnten aufgeben. Ach ja? Die Engländer konnten sich nun mit Jesuiten in ihrer Mitte entspannen. Genauso wie die Jesuiten nun ihren Geschäften nachgehen konnten, ohne offiziellen Alarm zu verursachen. Der Jakobineraufstand machte England letztendlich sicher für das schwarze Papsttum. Die Jesuiten sicherten sich eine neue Tarnung, indem sie eine alte auffliegen lassen. Das nennen wir Blown Cover as Cover. Das habe ich ja schon ein paar Mal zitiert in diesem Buch, im Jargon der CIA. Der San Juan General gewinnt immer, ganz gleich, wie die Umstände sein mögen. Der Krieg des Lorenzo Ricci, das war also, wie ihr ja wohl wisst, der General der Jesuiten von 1758 bis weit über seinen offiziellen Tod hinaus. Der Krieg des Lorenzo Ricci oder auch der Maritime Krieg oder der Franzosen- und Indianerkrieg endete im Jahr 1763. England war der augenscheinliche Sieger. Bute wurde von seinem Schützling Georg III. Geschickt, um in Paris zu verhandeln. Unterstützt durch Robert Petty, Lord Shelburne, den berüchtigten Jesuit of Berkeley Square, also Jesuiten des Berkeley-Platzes, gelang es Bute, den Pariser Vertrag zu perfektionieren. Vertragsgemäß erhielt England von Frankreich das gesamte katholische Quebec und die Region östlich des Mississippi, abgesehen von der Insel New Orleans. Die Kirchengänger sahen einen großen Vorteil für den Papst. Zitat: Ohne die aktive Verfolgung des römischen Katholizismus in England schlossen die meisten Amerikaner darauf, dass das Mutterland dabei war, zu Rom zurückzukehren. Ende Zitat. Nun, im Bereich der Diplomatie war Englands zukünftige Fähigkeit, Krieg zu führen, durch die Pariser Verhandlungen von Bute und Shelburne verkümmert. Da diese England von sämtlicher Möglichkeit, Allianzen in Europa zu schmieden, isolierten. Also, wenn ich denn als General der Jesuiten plane, Großbritannien in einen Krieg später mit den Kolonien in einen Unabhängigkeitskrieg zu ziehen, dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass dieses Imperium, das England damals war, alleine dasteht, keine Verbündeten hat, keine Hilfe hat. Und wenn es das nicht hat, dann kann ich es in einen Krieg verwickeln, wenn ich es isoliere. Und dafür waren die Verhandlungen von Lord Bute und Shelburne, die im Grunde im Auftrag des Königs handelten, aber ohne zu
ohne, lass uns mal sagen, den Willen des Königs vielleicht zu respektieren, sondern die im Grunde dafür sorgten, dass die Möglichkeit, in Europa Allianzen zu schmieden, dahinschmolz. Und das möchte eigentlich kein König, ganz alleine dastehen und isoliert. Aber genau das haben die Unterhandlungen, die Verhandlungen von Bute und Shelburne in den Pariser Verhandlungen erreicht. Im Jahr 1763 war das für niemanden von besonderer Bedeutung, außer für den vorausschauenden und allwissenden Lorenzo Ricci. Als für Amerika die Stunde gekommen war, für die Unabhängigkeit zu revoltieren, und keiner außer Ricci wusste, wann diese Stunde kommen würde, sollte England alleine und ohne Freunde dastehen. In einer Rede vor dem britischen Unterhaus äußerte Benjamin Franklin seine berühmte Warnung, dass für den Fall, dass Truppen zu den Kolonien gesandt werden sollten, um das Stempelsteuergesetz, den sogenannten Stamp Act, durchzusetzen, diese, Zitat, keine Revolution vorfinden, aber sehr wohl eine Revolution erzeugen könnten. Ende Zitat. Als er den ersten Jahrestag des Massakers von Boston am 5. März 1771 wahrnahm, rief Adams dazu auf, solidarisch zu sein und aktiv zu werden. Es ist höchste Zeit für die Menschen in diesem Lande eindeutig klarzustellen, ob sie frei sein oder Sklaven sein wollen. Es soll in jedem gesellschaftlichen Club zum Thema werden. Jede Stadt soll sich versammeln. Jede Vereinigung und jeder Zusammenschluss soll sich aufstellen, um unsere Rechte zu beratschlagen und zurückzugewinnen. Zwischen 1770 und 1773 fanden lästige Konfrontationen fast ausschließlich zwischen britischen Handelsschiffen und Schmugglern statt. Die Kolonien begannen mehr zu produzieren. Der Handel war so lebhaft, dass die Kaufleute, die zuvor die Hauptgegner der britischen Herrschaft waren, wenig Grund zur Beschwerde hatten. Ja, wie kommt das denn? Gib ihnen Geld und die Leute halten die Schnauze. Mach sie reich und sie sind glücklich. Ja? Und sie denken gar nicht mehr weiter, um irgendwelche anderen Dinge vielleicht zu suchen, hinter den Aktionen, an denen sie teilnehmen. Sie wandten sich wieder mit voller Aufmerksamkeit ihrem Geschäft zu. Und dann brachte Lorenzo Ricci seinen mächtigsten Stein ins Rollen, die religiöse Rechte, die protestantischen Kirchenbesucher. Wie er das machte, ist Gegenstand des nächsten Kapitels. Und damit schauen wir uns das Kapitel 15 an, das getitelt ist Tweaking the Religious Right, das Frisieren der religiösen Rechte. Reverend Jonathan Mayhem, Dudley Referent in Harvard, schimpfte in einer berühmten und wohl prophetischen Predigt mit eben diesem Titel auf die Vergötterung des Papstes, in der es hieß, Zitat, »Lasst die Bischöfe einen Fuß in den Steigbügel setzen und ihre Bestie, die Laienschaft, wird sich zwecklos aufplustern und stolzieren. Bischöfe werden das trojanische Pferd sein, durch das der Papismus Nordamerika unterwerfen wird.« Ende Zitat. Tapasorsi fährt fort, meines Erachtens ist die Tatsache, dass Amerikaner durch protestantische Kirchenleute und nicht durch römische Katholiken darauf abgerichtet und daran gewöhnt wurden, gegen die britische Krone und die Kirche von England eingestellt zu sein, ein Beweis für die Sanzuan-Genialität des Lorenzo Ricci. Sanzu sagte, Zitat, der General wird es verstehen, nicht nur seine eigene Armee, sondern auch die Armee des Feindes nach seinem Wunsch zu formen. Ende Zitat. Während Ritchies eigene Armee in den Augen der Weltöffentlichkeit als ein Bund von bösartigen Tölpeln erschien, der in wohlverdiente Vergessenheit geriet, unterstützte ein kleines Elitekorps von Unentbehrlichen, von denen einige weder wussten, noch sich darum kümmerten, wer ihr Boss war, englischsprachige protestantische Kirchengänger dabei, sich gegenseitig auszulöschen. Lorenzo Riccis Orchestrierung hatte ein solches Ausmaß angenommen, dass er nun die Prahlerei des Iago aus Othello als Monolog zum Besten geben konnte. Zitat: Nun ist es gleich, ob Cassio ihn oder er den Cassio tötet, oder beide sich gegenseitig töten. Ich werde in jedem Fall gewinnen. Ende Zitat. Und das ist der Punkt.
man hetze seine zwei Feinde gegeneinander auf und steht danach immer als Sieger da. Das ist, was die römisch-katholische Kirche durch die Jahrhunderte gemacht hat, was sie heute noch macht. Das ist, wie sie Krieg führen. Sie hetzen den einen gegen den anderen auf und stellen sich dann auch noch als der große Friedensmacher dahin. Schaut doch mal, Papst Franziskus wird heute überall auf der Welt als der große Friedensmacher beschaut. Der Mann, der überall Liebe und Frieden und was ich nicht wohin bringt. Dabei ist er oder seine Organisation diejenige, die die ganzen Kriege organisiert, aber sich da geschickt bei raushält. Ich habe in dem Buch An Understandable History of the Bible von Samuel C. Gibb, also eine verständliche Geschichte der Bibel von Samuel C. Gibb, ein Zitat gelesen, das fand ich da sehr treffend drin. Und das lautet so. Ich gebe das Zitat mal eben in Englisch. The subtle Roman Catholic Church hath assumed the position of the lad who told two of his enemies, quote, you and he fight, I'll hold the coats. Ende Zitat. Auf Deutsch heißt das ungefähr, die subtile römisch-katholische Kirche hat die Position angenommen von dem Lad, also von der Person, von dem Kumpel, von dem Typen, der zwei seiner Feinde sagte, du und er kämpft untereinander. Ich halte die Mäntel. Und genau das ist, was die römisch-katholische Kirche ist. Und genau das ist, was das Zupassen der Sun Tzu-Kriegstechniken auch ausmacht. Also, die Prahlerei von Othello, des Iago aus Othello, zum Besten geben, nochmal. Nun ist es gleich, ob Cassio ihn oder er den Cassio tötet, oder beide sich gegenseitig töten. Ich werde in jedem Fall gewinnen. Ich, der schwarze General, im Auftrag des Papstes. Naja, wer wen kontrolliert, der weiße Papst den schwarzen Papst oder der schwarze Papst den weißen Papst, da kommen wir auch noch hin. Damit ist gemeint, fährt Tapassorsi fort, wer auch immer den Kampf gewinnt, ich gewinne. Ich, der Papst von Rom und Papa Nero, der Jesuitengeneral. Sie perfektionierten die Strategie, ihre Marionetten gegeneinander aufzuheizen, so, dass am Ende die Kirche absolut alles erreicht. Und alle von den Jesuiten angestifteten Kriege in ihrer Historie sind auf diese Weise gekämpft worden. Also das ist jetzt ein Kommentar von mir, das steht jetzt nicht so in dem Buch von Rulers of Evil. Ich möchte auch nicht so weit vorgreifen, aber denk mal an die zwei Weltkriege, in denen das Papsttum zum eigenen Nutzen die Feinde gegeneinander kämpfen ließ. Russland gegen Deutschland, gegen die USA, gegen England. Russland orthodoxe, gegen Deutschland, England und USA, Protestanten. Die abtrünnigen Orthodoxen, die sich in 1054 von der westlichen römisch-katholischen Kirche abgesondert haben, und die Protestanten, die den Papst als Antichristen denunziert hatten in der Reformation, ich schaukel die beiden im Krieg gegeneinander auf und die reiben sich auf und wer gewinnt am Ende? Eben, die römisch-katholische Kirche. Und die katholische Kirche hielt sich im Hintergrund, nachdem das Feuer angefacht worden war, und griff sich die Kriegsbeute. Unter anderem Deutschland. Ich will jetzt gar nicht weit auf den Zweiten Weltkrieg eingehen, das ist ein Thema für sich selber, das kann man nicht hier auch noch eben besprechen. Aber man muss verstehen, dass diese Strategie, die Ledochkowski verfolgt hat, der damalige Jesuitengeneral zur Zeit des Dritten Reiches, war, Deutschland zu gebrauchen und sich aufzureiben und in der Zwischenzeit kaputt zu machen, weil Deutschland musste bezahlen für die Reformation, Deutschland musste bezahlen dafür, dass Bismarck 1872 die Jesuiten rausgeschmissen hat. Deutschland muss bezahlen. Deutschland ist die Wiege der internationalen Reformation, des Protestantismus. Und dafür muss Deutschland bluten. Und das muss es noch bis heute.
Ihr werdet nie verstehen, warum Deutschland die Geschichte hat, die es hat, wenn man das nicht im Lichte des Protestantismus und der Reformation sieht. Und da sie solche Dinge nicht lehren, schaffen sie es natürlich, die Leute auf alle möglichen Straßen zu führen. Und ihr geht diese Straßen runter, meilenweit, bis ihr vielleicht endlich mal erkennt, dass sie in einer Sackgasse landen, dass diese Straßen nirgendwo hinführen, außer man benutzt die Bibel, Gottes Wort und Gottes Wahrheiten, der uns alles vorher erzählt hat, wie es passieren wird. Nicht in allen Einzelheiten, natürlich nicht. Aber die große Linie kann man erkennen. Und die kann man nur erkennen, wenn man die Bibel zu Hilfe nimmt und Geschichte studiert. Die Geschichte, die nicht mehr gelehrt wird, sondern wenn man sich solche Bücher holt, wie das hier von Tapper Saucy, wenn man sich solche Bücher holt, wie die von Avro Manhattan, Vietnam, Why Did We Go, The Vatican Billions, Bücher wie von Edmond Paris, The Vatican Against Europe, The Secret History of the Jesuits und so weiter und so weiter. Romanism at the Reformation von Henry Gretton Guinness, A.J. Wiley and Roman Civil Liberty, selbst so ein neues Buch wie von Francis Rooney, der Botschafter war von den Vereinigten Staaten zum Vatikan zwischen 2005 und 2008, The Global Vatican. Wenn man solche Dinge liest, dann lernt man die Geschichte, die einem offiziell nirgendwo gelehrt wird. Und wenn man dann daneben die Bibel hat, dann versteht man diese ganzen Hintergründe und Zusammenhänge auch. Nun, Tapper Saucy fährt fort: mit einer Kasuistik, die Cardinal Bellarmine erfreut hätte, befürwortete die berühmte Artillery Company, Predigt von Reverend Howard, ganz offen den Gebrauch von Gewalt gegenüber politischen Tyrannen. Und das, muss ich mal eben wieder einwerfen, ist eben genau etwas, was Jesus eben nicht lehrt. Er lehrt, dass wir mit dem Wort kämpfen sollen. Unser Mund ist unser Schwert und nicht der Gebrauch von Gewalt, auch nicht gegenüber politischen Tyrannen. Da liegt der Unterschied zwischen Lehren von Cardinal Bellarmine und den Lehren des Wortes Gottes. Unsere Pflicht, die persönliche Freiheit und den Privatbesitz zu verteidigen, argumentierte er, steht in Galater 5, 1 geschrieben. Zitat: So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Ende Zitat. Fürwahr, Reverend Howard bekannte sich dazu, dass Christus von uns fordert: Kämpft nicht gegen das Böse, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, wie wir in Matthäus 5, 44 nachlesen können, und in Römer 12, 17 bis 19 lesen wir: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, rächt euch nicht selbst. Aber diese Vorschriften würden nur bei kleinen Verletzungen gelten, sagte Howard, nicht bei großen, wie Tyrannei. Da legt mal wieder ein Mensch die Worte Gottes aus, wie es ihm in den Kram passt. In diesem Moment ist die defensive Anwendung von tödlicher Gewalt vernünftig, edel und, hört gut zu, patriotisch. Die Anwendung von tödlicher Gewalt ist patriotisch. Ja, aber wenn ich patriotisch bin gegenüber meinem Land, in dem ich wohne, das in einem Land im Königreich des Antichristen liegt, dann bin ich ja patriotisch zur verkehrten Seite, ne? Ich bin patriotisch für das Königreich Jesu. Das ist nicht auf dieser Erde. In diesem Moment ist die defensive Anwendung von tödlicher Gewalt vernünftig, edel und patriotisch. Aber sie wird nicht empfohlen von Jesus Christus. Der Jesus der Bibel warnt, dass ein Leben unter dem Schwert den Tod durch das Schwert nach sich zieht. Es ist Rom, nicht Jesus, das die Anwendung von tödlicher Gewalt anordnet. Rom, dessen Naturrechtsgesellschaft auf der Bereitschaft des Individuums gegründet ist, das eigene Leben beim Töten zu riskieren, um den religiösen Staat zu erhalten. Ein Jahrzehnt nachdem die Flucht der amerikanischen Bischöfe ausgebrochen war, begannen Tausende von amerikanischen protestantischen und katholischen Kirchengängern zu töten und getötet zu werden, um den Krieg zu gewinnen, anglikanische Bischöfe aus Amerika herauszuhalten. Tja, und sie gewannen diesen Krieg. Aber das absolut unfassbare Ergebnis ihres Sieges war, dass keine Bischöfe aus Amerika herausgehalten wurden.
Zwei Bischöfe wurden stattdessen nach Amerika gebracht. Ein Anglikaner und ein römischer Katholik. Der römische Katholik war, wer kann's raten, selbstverständlich, schon der bereits früher erwähnte, John Carroll. Der jesuitische Sohn von Maryland wurde am 15. August 1790 in der Kapelle zu Lulworth zum Bischof von Baltimore geweiht, in einem Schloss hoch oben an der Dorset-Küste von England, das sich im Besitz der Wells, einer prominenten römisch-katholischen Familie, befand. Der Red Room, also der rote Raum, der sich oben im Schloss von Lulworth befindet, eröffnet im Osten einen eindrucksvollen Blick über die lange Eingangsflur des Anwesens und in der Ferne nach Süden den Blick auf eine berühmte Schmugglerbucht. Ein regelmäßiger Besucher auf Schloss Lulworth und ehrenhafter Gast im roten Raum war, so wurde mir gesagt, König Georg III. Addison verfügte, dass der Bischof von Baltimore, also John Carroll, das alleinige episkopale Recht über die katholische Kirche der Vereinigten Staaten hatte. Ohne seine Genehmigung konnte kein katholischer Priester ein pastorales Amt in einer Gemeinde in den Vereinigten Staaten ausüben. Das muss man jetzt mal richtig verstehen. Addison verfügte, dass der Bischof von Baltimore, John Carroll, das alleinige episkopale Recht über die katholische Kirche der Vereinigten Staaten hatte. Das heißt, John Carroll war der Papst in Amerika. Ja. Er war das Oberhaupt der amerikanischen katholischen Kirche. John Carroll, das werden wir später in diesem Buch noch lernen, und ich habe es euch auch in anderen Lesungen vielleicht schon erzählt. Tom Fress hat das gut gebracht in seiner Lesung auch von The Global Vatican, also der globale Vatikan. John Carroll hat damals beim Papst unterhandelt, lass uns mal sagen. Wie das jetzt genau stattgefunden hat, kenne ich die Details auch nicht mehr. Und hat gesagt, du Papst musst uns hier in Amerika mit unserer katholischen Kirche in Ruhe lassen. Wir stellen im Augenblick, und wir sprechen jetzt von der Zeit von der Revolution, also rund den 1770er Jahren, die Katholiken stellten zu dem Zeitpunkt weniger als 1% der amerikanischen Bevölkerung dar. Wenn diese Katholiken jetzt auch, obwohl sie dann mit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika ihre Religionsfreiheit bekommen haben, etwas, was die römisch-katholische Kirche selber nie gewährt, Religionsfreiheit, aber immer darum schreit, wenn sie unterdrückt ist, nachdem sie die erhalten haben, wenn dann die Katholiken offen sich zum Papst bekannt hätten, dann hätten sie niemals erreichen können, was sie erreicht haben. Die amerikanische katholische Kirche musste selbstständig dastehen, dass sie sich entwickeln konnte unter Protestanten. Und das geht nur, wenn ich nicht ständig den Papst mir ganz groß auf die Fahne schreibe, sondern wenn ich mir ganz groß auf die Fahne schreibe, ich bin zwar Katholik, aber ich bin Patriot. Ich bin Patriot für Amerika. Und damit bin ich ein Freund der Protestanten. Und dadurch ist der Protestantismus in Amerika auch zum großen Teil mit eingeschlafen. Und John Carroll hat diese Macht bekommen. Amerikas oberster protestantischer Bischof war genau wie sein römisch-katholischer Gegenspieler gegenüber Rom zum Gehorsam verpflichtet. Aber offiziell hat die amerikanisch-katholische Kirche nicht den Papst so groß in ihrer Fahne geführt. Der bedeutende katholische Historiker Thomas O'Gorman stimmte im Jahre 1895 damit überein, indem er feststellte, dass der amerikanische Katholizismus zu Beginn eine vollständig jesuitische Angelegenheit war und es im Großen und Ganzen auch geblieben ist. An diese verschleierte Tatsache wird an einem der meistfrequentierten und weltberühmten Orte Londons erinnert. Die weitläufigen grasbedeckten Rasenflächen auf beiden Seiten der großen Treppe, die zur National Portrait Gallery in London hinaufführen und dem Trafalgar Square zugewandt sind, den kennt ihr, Trafalgar Square in London, sind beide identisch, bis auf ihre bronzenen Statuen, von denen eine in der Mitte von beiden Rasenflächen platziert worden ist.
auf dem nördlichen Rasen steht, mit kaiserlichen Lorbeeren gekrönt, James oder Jakob II. Von England, der die Rüstung des Julius Caesar trägt. Ein älterer britischer Jesuit mit einer Vorliebe für unkonventionelle historische Details vertraute mir, also Tapper Saucy, an, dass James es liebte, wie Caesar gekleidet herumzulaufen. Auf dem südlichen Rasen steht Houdons gefeierte Statue von George Washington. Gekleidet mit für seine Zeit typischen Gewändern, gestützt auf ein großes Bündel von Ruten, aus denen der Kopf einer Axt herausragt. Es sind die Fasci, Liktorenbündel, das alte Symbol römischer Herrschaft, wie wir sie heute seit dick 100 Jahren auch im amerikanischen Kongress rechts und links des Sprecherpults zurückfinden. Hatte ich ja in einer früheren Lesung schon erwähnt. Die Londoner Statuen weisen auf die wenig bekannten historischen Fakten hin, dass die römisch-katholische Herrschaft von Jakob II. Über die englischsprachige Bevölkerung durch den ersten Präsidenten der verfassungsmäßigen Vereinigten Staaten von Amerika fortgesetzt wurde. Es ist ein Tribut an das phänomenale Wirken des Lorenzo Ricci als General. Führen wir uns eben in das 17. Kapitel ein. John Carroll verbrachte seine letzten Jahre in Europa damit, Lorenzo Ricci bei der Vision eines aufständischen Amerikas zu unterstützen. Er bewegte sich dabei vorsichtig und oft unerkannt. Aber die wenigen Spuren, die er hinterließ, sind äußerst aufschlussreich. Also, Kapitel 17 heißt A Timely Grand Tour. Eine rechtzeitige große Reise. Ein Kapitel über die Carrolls, Daniel, John und Charles. Und über einen Überraschungsgast, den ich jetzt hier eben nicht vernennen werde. Euch werden wahrscheinlich sowieso die Augen aus den Karkassen fallen oder die Ohren von den Köpfen fallen, weil ihr das nicht glauben wollt, was ich euch da vorlese. Aber ihr könnt es selber nachschauen. Kapitel 17. Eine rechtzeitige große Reise. In Rom wurde John Carroll von Lorenzo Ricci auf die Position des Präfekten der Kongregation erhoben. Prefect of the Sodality heißt es im Englischen. Gemäß der New Catholic Encyclopedia bezeichnet dieser Titel einen leitenden Organisator von Laien, um einer bestimmten Art gesellschaftlichen Handelns zum Erfolg zu verhelfen. Für die Organisation des Erfolgs von welcher Art gesellschaftlichen Handelns könnte Carroll von Ritchie wohl ordiniert worden sein, frage ich mich, wenn nicht für die amerikanische Revolution? Im Jahre 1763 erschien ein äußerst kontroverses Buch von einer Person, die unter dem offensichtlichen Pseudonym Justinius Febronius schrieb. Das Pseudonym gehörte Bischof Nikolaus von Hontheim, dem Rektor der Universität zu Trier. In den Tagen des John Carroll war die Universität zu Trier für mehr als ein Jahrhundert von Jesuiten geleitet worden. Das Buch, von dem es anscheinend keine englischsprachige Übersetzung aus dem lateinischen Original gibt, trägt den Titel De Statu Ecclesia et Legitima Protestate Romani Pontificis oder auf Deutsch Buch von dem Zustand der Kirche und der rechtmäßigen Gewalt des römischen Papstes. Die Kernaussage von De Statu Ecclesia et Legitima Potestate Romani Pontificis lässt darauf schließen, weshalb Carroll Trier besuchen musste. Febronianismus, die Philosophie des Buches des Bischofs von Hontheim, beinhaltete den Plan, das protestantische Amerika als ein bellarminisches Gemeinwesen zu administrieren. Febronianismus forderte die Dezentralisierung der römisch-katholischen Kirche in unabhängige nationale Kirchen nach dem Vorbild der anglikanischen Kirche. Das war also das, was sie mit Amerika vorhatten. Das war das, wie sie die Hierarchie der amerikanischen katholischen Kirche aufbauten, ohne sich zu sehr offiziell an die römisch-katholische Kirche anzulehnen, obwohl sie aber genau das waren. Febronianismus war die geheime Formel, um die nicht-katholische Welt in den Schoß der Kirche zurückzuführen. Man könnte mit anderen Worten auch sagen, Febronianismus ist
die Formel, die Vatikan II aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hervorging, wo es ja auch darum ging, alle nicht-christlichen, also nach dem Motto, nicht-christlichen, nicht-katholischen, nicht-christlichen, nicht-katholischen Kirchen zurück in den Schoß der römisch-katholischen Kirche zu holen. Da ging es ja drum. Die ökumenische Bewegung, was wir seitdem mitmachen. Das Unterzeichnen der Doctrine of Justification 1999 der Lutheranischen Weltverbandes mit der römisch-katholischen Kirche, das die Methodisten 2004 auch unterzeichnet haben, wo die sogenannten protestantischen Kirchen zurück unter die Fittiche von Rom gekehrt sind. Febronianismus war die geheime Formel, um die nicht-katholische Welt in den Schoß der Kirche zurückzuführen. Dasselbe, was Vatikan II erreicht hat, nur 200 Jahre vorher. Um diese Tatsache zu verschleiern, verdammte der Vatikan das Buch drastisch. Der jesuitierte Papst Clemens XIII. Hat es aus den Hochschulen und Universitäten verbannt. Mit einem malerischen Beispiel des akademischen Blown Cover as Cover durch Bischof von Hontheim, den weniger als Febronius ausmachen konnten, verbannte das Buch aus seiner eigenen Universitätslehre. De statue ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis ist wohl Lorenzo Riccis amerikanisches Manifest. Der soziale Entwurf, wie der General beabsichtigte, eine bellarminische Befreiung in einer protestantischen Monarchie umzusetzen. Die erste vollständige Titelseite der Kopie der ersten Ausgabe des Buches sagt bereits alles. Zitat: On the State of the Church and the Legitimate Power of the Roman Pontiff. A singular book on the properly ordered reunification with dissidents in the Christian religion. Zu Deutsch unter der Übersetzung von 1764 unter dem vollständigen Titel: Buch von dem Zustand der Kirche und der rechtmäßigen Gewalt des römischen Papstes, die in der Religion widrig gesinnten Christen zu vereinen. Hier erhält man einen Blick auf die Beschreibung des folgenschweren Wandels, den die amerikanische Revolution bewirken sollte. Nicht den Umsturz einer Monarchie oder Demokratie oder Republikanismus, sondern eine wohlgeordnete Wiedervereinigung mit den Abtrünnigen der christlichen Religion. Das bedeutet die Wiedervereinigung römischer Katholiken mit den Protestanten unter einer säkularen Religion, deren Werte an öffentlichen Schulen gelehrt werden, die dem jesuitischen Ratio Studiorum folgen oder dem Lernen gegen das Lernen, dem Medici-Lernen, wie wir bereits Anfang dieses Buchstudios gelehrt haben. Groß in Sachen Humanismus, aber gering in Sachen Bibelkunde. Wiedervereinigung meint, dass der Protestantismus von Rom resorbiert worden ist. Friedrich von Hessen-Kassel war einer der reichsten Herrscher Europas. Die meisten seiner Geschäfte wurden von seinem Sohn Prinz Wilhelm von Kassel geleitet, der auch ein Rosenkreuzer und Freimaurer war. Rosenkreuzer sind katholisch, Freimaurer der protestantische Arm der Jesuiten. Er war Rosenkreuzer und Freimaurer. Ihr seht, beides geht. Wilhelms Spezialität war es, Kriege zu ermöglichen. Er berief junge, diensttaugliche Hessen ein, stattete sie aus und trainierte sie für den Krieg. Dann verkaufte er sie an seinen englischen Cousin George, der diese für seine Kämpfe inmitten der Rotröcke verwendete. Jedes Mal, wenn ein Hesse getötet wurde, erhielt Wilhelm zusätzlich eine Reparationszahlung. Als die Verluste stiegen, taten es auch seine Profite, die er wiederum für Zinsen verlieh. Im September 1769 stattete Prinz Wilhelm im nahegelegenen Frankfurt Meyer Amschel Rothschild einen Besuch ab, um einige seiner finanziellen Transaktionen in der Eigenschaft als Agent der Krone abzuwickeln. Wohl wissend, dass die Rothschilds eine bedeutende jüdische Familie sind, schlug ich sie in der Enzyklopädie Judaica nach und entdeckte, dass diese den Titel Wächter des Vatikanschatzes tragen. Die Rothschilds sind die Wächter des Vatikanschatzes. Den Link zur Enzyklopädie Judaica, wo ihr das selber nachlesen könnt, füge ich in die Beschreibungsbox
dieses Videos zu. Ich habe selbst nachgesucht. Ich wollte es auch nicht glauben. Und es hat eine Zeit lang gedauert. Ich habe mit Tom Fress über eine Stunde gesucht. Ich war auch so blöd, ich kannte die Suchfunktion im Internet noch nicht mit Ctrl F. So blöd bin ich manchmal mit dem Computer. Sonst hätte das viel schneller funktioniert. Wir haben da wirklich eine ganze Menge durchgelesen und haben es rausgefunden, haben es gesucht. Und den Link habe ich hier. Die Rothschilds sind nach der jüdischen Enzyklopädie die Wächter des Vatikanschatzes. Jetzt wird es aber noch interessanter. Der Schatz des Vatikan enthält natürlich den imperialen Reichtum Roms. Der imperiale Reichtum steigt im Verhältnis zu den gewonnenen Kriegen, sowie die Ermächtigung der Jesuiten Regimini Militantis Ecclesiae besagt, dass die Kirche im Krieg von größerer Notwendigkeit ist als die Kirche im Frieden. Laut H. Russell Robinsons Illustration The Armor of Imperial Rome schützen sich kaiserliche Soldaten im Krieg mit rot bemalten Schilden. Also wir sprechen jetzt von den römischen Soldaten, damals im heidnischen Rom. Da die Soldaten die wertvollste Ressource des Staates sind, das Konzil von Trent bestätigt diesen Umstand, indem es die Jesuiten allen anderen religiösen Orden vorzog, ist es einfach zu verstehen, weshalb das rote Schild, das rote Schild mit dem Leben eben jener Kirche in Zusammenhang gebracht wurde. Daher kommt die passende Verwendung des Namens Rotschild, der in der deutschen Sprache eben rotes Schild heißt. Die Verabredung mit den Rothschilds ermöglichte dem schwarzen Papsttum finanzielle Ungestörtheit und Geheimhaltung. Wer würde jemals bei einer Familie orthodoxer Juden nach dem Schlüssel des Reichtums der katholischen Kirche suchen? Eben. Niemand. Und heute glaubt die ganze betrogene Welt, die Rothschilds haben Macht. Ich habe da schon in anderen Sendungen, bin ich da schon drauf eingegangen. Ich werde es hier ganz kurz nur tun. Ich werde auch das Bild einblenden von Meyer Amschel Rothschild mit seinem Malteserkreuz. Die Rothschilds waren schon immer Mitglieder in päpstlichen Ritterorden. Und päpstliche Ritterorden unterstehen wem? Juden oder dem Papst? Beantwortet euch die Frage für euch selber. Ich mache mir die Mühe jetzt nicht. Ich glaube, diese Verabredung erklärt, warum die Familie Rothschild dafür bekannt ist, Nationen dabei zu unterstützen, Kriege zu führen. Jetzt kommt ein weiterer interessanter Punkt. Es ist faszinierend, dass die Firma des Meyer Amschel Rothschild von dem Zeitpunkt an, als seine Söhne in das Familiengeschäft einstiegen, den Titel Meyer, Amschel, Rothschild und Söhne trug, woraus sich das Notarikon M-A-R-S ergibt. Ja? M, Meyer, A, Amschel, R, Rothschild, S, Söhne. Mars. Ist nicht Mars der römische Gott des Krieges, dessen Manifestation am Himmel der rote Planet ist, das rote Schild? Die Soldaten Roms, die das rote Schild haben? Meyer Amschel Bauer, der seinen Namen in Rothschild verändert? Hierbei handelt es sich um machtvolle Kabbala und es gibt kaum einen Flecken bewohnbarer Erde, der nicht auf die ein oder andere Weise davon beeinflusst worden ist. Es wäre vielleicht nie bekannt geworden, wenn nicht John Carroll und Charles Philip Stourton auf ihrer Grand Tour dem Büro von Meyer Rothschild einen Besuch abgestattet hätten. Carroll hatte keine Erlaubnis, Aufzeichnungen zu machen, denn der Name Rothschild ist gleichbedeutend mit Geheimhaltung. Aber ein Besuch im Hause Rothschild unter strikter Verschwiegenheit ist nicht unvereinbar mit den darauf folgenden Ereignissen. Der neu ernannte Präfekt der Kongregation, John Carroll, der höchste Organisator der Laienschaft für soziale Aktivitäten, hätte ein berechtigtes Bedürfnis, mit dem geheimsten Vermögensverwalter der Kirche über finanzielle Angelegenheiten zu sprechen. So wie die Dinge sich entwickelten, brauchte General Ritchie eine amerikanische Finanzkrise, um die Kolonisten dazu zu provozieren, sich für die Notwendigkeit eines Krieges auszusprechen.
Eben als Carol und Staunton ihre Netzwerke mit Ritchie und den Kriegsbankern knüpften, Tapper Sources Vermutung nach, wurde Amiots Zanzu veröffentlicht. 1772. Carols Vorsicht verhindert, dass wir in Erfahrung bringen können, ob er oder Staunton eine Kopie erhalten und diese gelesen haben. Kannte Rothschild das Buch? Selbst wenn sie es gut gekannt hätten, das Erlebnis, das es ihnen möglicherweise bereitet hat, könnte niemals das Abenteuer in Sachen Ironie sein, das es für uns am heutigen Tage ist. Wir öffnen die 13 Artikel und hören die sanfte Stimme des verantwortlichen Mannes für die wichtigsten Geschäfte des Papstes. Der Mann, der alles entschieden hat, der es bewerkstelligte, einen Vorteil aus gefährlichen und kritischen Umständen zu ziehen, dessen Absichten nicht zu erraten waren, dessen Entscheidungen seine eigene Armee, aber auch die Armee der englischsprachigen protestantischen Feinde formte. Der Mann, der durch seine Gerissenheit und List bereits den Gehorsam seiner Feinde in London, Boston, Paris und Philadelphia gesichert hatte, obwohl diese glaubten, dass seine Armee weit weg sei und sich zur Erholung von ununterbrochenen Verlusten zurückzog. Der Mann, der den wichtigsten Krieg der Moderne gewinnen sollte, ohne einen Kampf zu führen oder ein Schwert zu ziehen, der nur alleine den Tag, die Stunde, den Moment der kampflosen, schwertlosen Schlacht kannte. Lorenzo Riccis Stimme flüstert durch die Jahrhunderte zwischen den Zeilen dieses Buches zu uns. An dieser Stelle folgt eigentlich ein langes Zitat aus dem Buch Die Kunst des Krieges, aber ich werde es an dieser Stelle auslassen und kann euch nur empfehlen, das Buch selbst zu lesen, um alles zu erfahren. Das könnt ihr ja auch in Deutsch finden. Währenddessen stellte die britische East India Company in London im Monat April den Freunden des Königs einen Plan vor, der gemessen an der Art, wie er die amerikanischen Kaufleute verärgern und sie unaufhaltsam zur Rebellion führen würde, nur dem Sanzu-Intellekt des Lorenzo Ricci entsprungen sein konnte. Zitat: Ich beziehe mich auf die Kunst, Feinde so agieren zu lassen, wie es einem gefällt. Ende Zitat. Diese Intrige, ein Plan, New England mit billigem Tee zu überschwemmen, ist der Gegenstand des nächsten Kapitels. Und damit Kapitel 18, die stimulierenden Effekte des Tee. Kapitel 18, das folgende Kapitel, das ich euch vorlesen werde, in der Zusammenfassung meiner kompletten Lesung, die ihr auf Englisch gemacht habt, in des Buches Rulers of Evil oder Herrscher des Bösen. Ich hoffe, dass es euch dieses Mal Spaß gemacht hat. Wir sind durch 5 Kapitel geflogen, kann man schon fast sagen. Aber hauptsächlich das letzte, mit dem Überraschungsgast, Rothschild und wem er wirklich dient, wem die Familie wirklich dient, wessen Banker das wirklich sind. Und da können wir vielleicht in zukünftigen Diskussionen gerne mal drauf eingehen. Über die Bankenmacht, die die Ritter von Malta auf dieser Welt haben. Ja, und die Rothschilds sind Ritter von Malta. Juden an der Macht? Doch nicht. Okay, etwas über eine Stunde. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt davon genossen und habt ein bisschen was beigelernt und ich wünsche euch viel Erfolg bei euren eigenen Studien, weil ihr müsst mir ja nicht glauben. Studiert es selber. Schaut euch die Links an. Sucht es für euch selbst raus. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Zitat mit der jüdischen Enzyklopädie über Rothschild in dem Buch gelesen, schon vor Jahren. Und ich habe es nie gefunden. Eines Abends habe ich mich mit Tom Fress auf die Suche gemacht und wir haben über eine Stunde lang haben wir die Enzyklopädie durchwühlt und wir haben es gefunden. Und da war ich zufrieden. Die Wahrheit, die ich für mich selbst rausfinde, das ist die Wahrheit, die für mich zählt. Und die Bibel ist die einzige Wahrheit. Diese anderen Studien, die helfen im Grunde nur, um alles, was in der Bibel bereits geschrieben steht, zu bestätigen. Glaube und Hoffnung, das ist, was die Bibel uns beschert. Okay, Jörg von Joggler 66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Meldet sich ab, wünscht euch noch einen schönen Tag. Gott schütze euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.